Herzlich willkommen bei Kompakt mit der 10. Runde der Tipico Bundesliga. Wir starten mit dem Schlager zwischen Rapid gegen Salzburg. Der Rekord empfängt den aktuellen Meister im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Gäste aus Salzburg beginnen in den weißen Dressen. Insgesamt haben sie 9 Ausfälle zu beklagen. Schmitz beginnt daher links und Valentino Lazaro rechts in der Viererkette. Der 18-jährige Nationalspieler in der 7. Minute mit dem explosiven Antritt. Etwas Glück dann für Pavelic, dass sein Klärungsversuch nicht in das eigene Tor geht. Die richtig gefährlichen Torraumszenen gibt es vorläufig nicht, dann aber die 27. Minute. Hofmann mit dem leichtfertigen Ballverlust, Kampel macht das Spiel schnell, steckt ideal durch für Christoph Leitgeb. Der lässt die Riesenmöglichkeit auf den Führungstreffer aber liegen. Eigentlich ist das ein perfekter Konter der Salzburger. In nicht einmal 10 Sekunden nach dem Ballgewinn kommt Leitgeb zum Abschluss. Pavelic und Sonnleitner können nicht mehr eingreifen. Leitgeb muss weiterhin auf sein erstes Saisontor warten. Die eindeutig besseren Möglichkeiten haben weiterhin die Gäste. 36. Minute, Nabi Keita im guten Zusammenspiel mit Kapitän Soriano ist im zweiten Versuch dann knapp dran am 1:0. Zoran Barisic mit lautstarken Anweisungen für seine Elf. Und wenig später wird sein Team dann auch gleich gefährlich. Steffen Hofmann, 5 Minuten vor der Pause mit der besten Torgelegenheit für Grün-Weiß, zieht hier ab. Und es fehlt auch nicht viel. Rapid leistet sich immer wieder Fehler im Spielaufbau. Christopher Dibon wird hier von Marcel Sabitzer gut gestört. Der Ex-Rapidler schaltet den Turbo ein, kann nicht gestoppt werden. Scheitert aus Spitzenwinkel an Jan Novota. Die Elf von Adi Hütter ist das bessere Team. Zur Pause steht es aber noch 0:0. Die zweite Spielhälfte beginnt dann gleich mit einem Aufreger. Stefan Ilsanker tritt da ohne Ball gegen Robert Beritsch nach. Schiedsrichter René Eisner zeigt dem Innenverteidiger aber nur gelb. Glück für Ilsanker in dieser Szene nicht rot zu sehen. Hoher Besuch, Gerard Houllier, Red Bull Global Head of Soccer, ist einer von rund 25.000 interessierten Besuchern im Happel-Stadion. Rapid wartet ab, steht tief, überlässt Salzburg das Spiel. Die 65. Minute, die nächste Chance für die Bullen. Soriano auf Sabitzer, der vergibt zum zweiten Mal auf Spitzenwinkel. Es fehlt einfach noch die letzte Konsequenz im Abschluss. Adi Hütter bringt in der 84. Minute Massimo Bruno für Marcel Sabitzer. Und dieser Wechsel, der sollte sich als Gold richtig herausstellen. Ganze 13 Sekunden ist der Belgier auf dem Platz. Quaschner auf Bruno. Erster Ballkontakt für den Belgier und schon steht es 1:0 für Salzburg. Und dieser Treffer geht mehr als in Ordnung, ist hochverdient für die Bullen. Via Kampel und dem ebenfalls eingewechselten Quaschner kommt der Joker an die Kugel. Präziser Abschluss. Bruno mit seinem insgesamt 4. Saisontor. Novota ist ohne Abwehrmöglichkeit. 89. Minute, Rapid riskiert danach natürlich. Schiedsrichter René Eisner lässt nach diesem Zweikampf zwischen Ilsanker und dem eingewechselten Petzos weiterlaufen. Auch wenn viele Besucher das im Stadion etwas anders gesehen haben. Dibon zu zögerlich, Quaschner auf Kampel, der behält Ruhe und Übersicht. Da ist Alan und da ist die Entscheidung. 2:0, der Brasilianer erzielt ohne Probleme den nächsten Treffer. Zuvor spielt Ilsanker gegen Petzos den Ball, richtig hier weiterlaufen zu lassen. Die Salzburger spielen das konsequent zu Ende. Kampel perfekt auf Alan und der vollendet aus kurzer Distanz. Rapid gelingt in der 4. Minute der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer, Ecke Schwab. Sonnleitner legt vor für den eingewechselten Philipp Prosenik. Dem gelingt sein erstes Bundesliga-Tor. Verhaltener Jubel von Zoran Barisic. Am Ende ist es nur noch Ergebniskosmetik. Rapid verliert nach 3 Bundesligasiegen in Folge wieder einmal. Salzburg beendet hingegen den Negativlauf. Die Elf von Adi Hütter gewinnt nach zuletzt 3 Bundesliga-Niederlagen.